Wife Cup und der The Best of British steht uns als nächstes an. Na dann. Dritter werden und Zeit von 52 oder weniger, also ist wieder ein Point-to-Point drin. Und dann geschieht es heute von 245. Alles klar. Dann nehmen wir das Auto mit und gehen in das Rennen rein und hoffen, dass wir da ein bisschen erfolgreich haben. Weil das letzte Turnier war nicht so ganz erfolgreich. Nur Platz 3 und Platz 2 im letzten Rennen, weil wir dann einfach zu viel wollten. Ich wollte das Auto nämlich wegbrezeln und dachte mir, ja, das schaffst du schon irgendwie. Und habe ich dann wieder weniger selber aus dem Rennen genommen. Also ich bin jetzt selber schuld, definitiv. Ist aber nicht schlimm. So, okay, los geht's. Machen wir das Rennen hier. Heute sind es nämlich wieder drei Rennen, weil morgen das der Abend, das Turnier ansteht. Ja, also da. Bentley hier. Top 3, das heißt, wir müssen nur noch zwei Autos überholen oder beziehungsweise alle drei da vorne rumgeistern. Ja, der erste da vorne schon ein bisschen wieder abgehauen ist, ne? 4, 3, 2, nee, das ist der erste, okay. Ich dachte mir, das ist schon wieder der. Der erste hat schon wieder einen ganz Fahrt, das ist das Blaue, was da vorne rumläuft. Okay, das Durchschnittsgeschwindigkeit 12 haben wir verloren. Dass ich nicht so schnell vorbei, Freundchen. Boah, Alter. Wenn wir nicht schaffen. Leider nur Platz. Aber wir haben gewonnen. Das ist alles andere als wichtig. Damit sammeln wir nicht mehr alle Sterne. So. Nächste. Spiker Drift. Mindestens 2900, um die Aufgabe zu packen.
Scheiße, Mann, ich hätte das locker geschafft. Die paar Tausend hatte ich gehabt, die wären drin gewesen. Nee, das ist ja auch nochmal neu starten. Also ich darf definitiv nicht rausrutschen, das ist klar. Ja, dann halt nicht, ey. Wenn die Karre nicht an den TÜV geht. Naja, dann ist es halt so. Scheiße. Ich weiß immer, war schlechter als im vorherigen Lauf. Gut. Naja, wichtig ist, dass wir die abgeschlossen haben. Wäre doch so. Valley Run, letzte Rennen heute. Renault City RX, 12 Club Edition. Das Ding hat aber nur 149 PS. Ernsthaft. Nee. Nimm mal den TT. So, ein Kampfmanuel haben wir mit dabei, die 1.7a. Wir sprechen mit auch eine schnelleres Rennen. Geh weg. Ich würde sogar ein normales Rennkanton hier. Vielleicht sollten wir zumindest Stoff 3 erreichen. So, Audi TT RS gegen Lotus. Wieso bleibt man mit der nicht? Würde uns mitnehmen, aber geschafft. Ich komm schon irgendwie, wenn ich das nicht schaffe. Da wäre keiner. Richtig geil, das Alessia. Alessia Conti. Ja, praktisch. Damit haben wir auch die Zielzeit, die Rundzeit erreicht. Haben wir jetzt 5. Mal gefahren, genau. Steht da ja. Ich würde auch noch alle vorbeilassen einfach. Ja, das ist schon wieder wie so eine Scheiße verkacke.
Mann, wenn das Problem, wenn einer vorbeigeht, dann kommt er alle drei wieder. Jetzt war's das. Jedes Mal hast du, wenn du einen kleinen Fehler eingebaut hast, kommen alle drei immer dieselben wieder angeschissen und deswegen wirst du auch nur Vierter, weil sie dir alle auf dem Eier, auf die Eier gegangen sind und du nicht vorbeikommst. Ich muss das Rennen jetzt immer neu fahren, wegen sowas. Mann! Den hätte ich locker geschafft. Scheiße. Soll ich das Ding nochmal neu fahren, ey? Ich meine, ich muss immer nicht auf Feuer reichen, aber alles andere brauche ich jetzt nicht. Ey, wenn du führst und dann trotzdem immer wieder die drei gleiche scheiß grüne BMW, der hier mit dabei hängt, der komische schwarze Audi, der mit da drin hängt, und dann hast du den Lotus, der vorne liegt. Geh mal weg, Mann! So! Aufgabe geschafft! Also, gut, okay. So, letzte Runde. Und jetzt irgendwie das Ding von uns wieder nach Hause bringen. Gott sei Dank! Alle Aufgaben! Hingekriegt! Zweimal gewusst, ich meine, das Rennen war jetzt nicht groß, weil es nicht lang. 67 für die Feierrennen. Bohola, 75 Bohola, ja gut. Schöne dicke Sterne! Sehr gut. Die Rallye war dann erledigt und zum Abschluss machen wir morgen die Amateur-Trophy.